Hallo zusammen, ich bin der Nils und ihr habt von uns wissen, wie wir Gelatine richtig verarbeiten. Ich zeige euch zwei Varianten, wie ihr Gelatine anwenden könnt. Eine ist mit einer warmen Masse und eine mit einer kalten Masse. Für die warme Masse ist es wichtig, dass wir Gelatine in kaltes Wasser einlegen. Und da müsst ihr unbedingt darauf schauen, dass die Blätter nacheinander reinlegt, damit sie nicht zusammenkleben und dass sie schön quellen können. Wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr die Masse, die ihr habt, das ist jetzt hier eine Vanillecreme, fertig aufkochen. Wenn die Masse schön heiß ist, drückt ihr die Gelatine gut ausdrücken und dann gut drunter rühren. Und wichtig hier ist, dass die Masse nicht gekocht hat, sondern einfach warm ist, weil sonst geliert die Gelatine nicht. Und so hat es sich wunderbar aufgelöst. Für kühle Masse mit Gelatine abzubinden, legen wir auch hier wieder zuerst Gelatineblätter einzeln in kaltes Wasser einlegen. In der Zwischenzeit, als ihr die Gelatine einweichen lasst, könnt ihr 3 Esslöffel Wasser in einem Pfändchen aufkochen. Die ausgedrückte Gelatine habe ich jetzt unter das heiße Wasser gerührt. Und jetzt tue ich vor kalter Masse, hier eine Quarkmasse, ca. 3 Esslöffel dazu rühren, damit die Masse ein bisschen temperieren kann. Jetzt nehme ich hier Quarkmasse und tue die aufgelöste Gelatine mit dem Schwingbesen gut darunter rühren. Und auch hier seht ihr, die Gelatine ist schön aufgelöst und hat keine Klümpel gegeben. So, das war es. Ich hoffe, meine Tipps haben euch die Angst ein bisschen genommen, mit Gelatine zu arbeiten. Und wünsche euch jetzt ganz viel Spass bei allen Cremen machen. Cut! Und falls du auch noch Fragen hast, dann gib sie gerne rein.